Das Ding geht weg, oder? Hört sich zumindest so an. Können wir uns jetzt wieder raustrauen? Na? Schnauf, Schnauf. So aufgedreht war ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, Herzchen. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir. Monster Job von Schrub auf gefräßiger Randale. Spitze. Ich sah vorhin einen ziemlich fiesen Magikoper in das Gebäude laufen, aber... Kann ja nur Kamek sein. Ich muss mich auf die Geschichte konzentrieren. Das könnte mein großer Durchbruch werden. Na toll. Was gibt's denn hier noch? Na, da haben wir auch schon den Magikoper. Kekse. Muss Kekse finden. Bingo. Und es scheint, als wäre niemand zu Hause. Dann greife ich doch gleich mal ordentlich zu. Obwohl ich mich schon frage, warum hier niemand zu finden ist. Hat er gar nicht mitgekriegt, ne? Den Randale da draußen. Nein, nicht schon wieder ihr bärtigen Idioten. Ich hab mich doch schon bis auf diese doofe Insel gejagt. Hier. Ja. Okay, nicht ich. Wie war das? Ihr wollt die Kobalt-Sternsplitter zurück? Ich habe meine eigenen Probleme. Ich muss Kekse für uns Bowser finden. Er ist an der Spitze der Klippe. Für euch habe ich jetzt keine Zeit. Diese Kekse stehen sich schließlich nicht von alleine. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Den guten Kamek. Hier, erstmal Babys. Ihr könnt da nochmal raufgehen hier. Hier gibt es noch ein bisschen was. Ein paar Dautz-Eier und Münzen. Ja, gut. Auf der Klippe. Ja! Wer immer das auch war. Okay, es war Kamek. So böse. Geschmeckt anscheinend zu eklig. Hey, was für ein Problem? Was hast du für ein Problem? Bin ich nicht lecker genug für dich? Ich bin bestes Koperfleisch, du Snoop. Hast du ein Glück, dass ich in Eile bin? Ich muss dem Prinzen diese Kekse bringen. Sonst würde ich diesen hochnäsigen Pinkschwanz vermöbeln. So, sie macht uns die Tür da auf. Ja, ich dachte früher mal, Kamek wäre eine Sie, aber es ist ein Zauberer, keine Zauberin. So, noch ein paar Pardons-Eier. Und ein Speicherpunkt. So, wo befinden wir uns denn jetzt? Hier oben. Ja gut, hier ist gar nichts. Okay, hier ist noch sowas. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Hm? Wahrscheinlich muss ich den Hammer verwenden, ne? Ja, wie auch sonst. 100 Münzen gibt uns das. So. Das war auch ein etwas kleinerer Raum. Oh, das. Kamek. Kekse. Ja, das sind Yoshi-Kekse. In erster Linie wohl eher Yoshi-Krümel, wie mir scheint. Kamek hat vermutlich alles geplündert. Kommt. Unglaublich emotional. Oh, ey. Luigi nimmt die Kekse für Luigi mit, oder was? Oh. Oh, die Stimme. Richtig süß. So. Die Babys haben wir natürlich noch mit. Hier können wir uns mal einen Bewohner abstauben. Davon habe ich noch gar nichts gesehen bis jetzt. Beziehungsweise habe ich auch nicht drauf geachtet. Aber natürlich wollen wir mal gucken, was es hier so gibt. Eine Bohne. Ohne irgendeine besondere Bezeichnung. Einfach nur eine Bohne. Oh Gott, wie das auf dem Moment schon da filmert. Soll das so sein? Sieht auf jeden Fall relativ schrecklich aus. Und nervt relativ doll, aber. Könnte auch ein Emulationsfehler sein. Kamek, willst du uns nicht durchlassen? Junge, ihr Saftnasen, tretet einem Koper auf den Schwanz und bleibt auch noch drauf.
Na gut, dann nehmt dies. Kämpfen wir jetzt? Wohl eher nicht. Kami fliegt auf den oberen Bildschirm und setzt alles in Brand. Aber ich habe mir da ja Wasser. Von daher sollte das kein Problem für uns sein. Zip, zap, zibbidi-dub. Falls eure Hosen nicht feuerfest sind, gibt es gleich gegrillte Kämpfer. Gebt besser gleich auf. Ihr glaubt, ihr seid hart im Nehmen? Dann seht zu, dass ihr die es bis zur Spitze der Klippe schafft. Ihr Waschlappen, das würde ich nur zu gerne sehen. Ja. Yoshi's Island Quellwasser. Ein gesundes, köstliches Getränk. Ideal für Kinder im Wachstum. Vergiss nicht, schüttel fleißig rein. Dann siehst du aus wie ein Schwein. Gut, Kinder im Wachstum, da haben wir ein paar von. Sehen Sie nur, wie der Knirps säuft. Ich habe auch richtig Durst gerade. Wie Sie sehen, trinkt Baby Mario, sobald er im Wasser steht. Sehen Sie die Zahl in dem kleinen Blasendingsbums nahe Baby Marios Kopf? Dies ist die Anzahl der Wassertropfen, die er spucken kann. Sobald... Leck. So, jetzt geht's wieder. So abstoßend, dass es auch klingen mag. Der kleine durstige Kerl hört erst auf zu trinken, wenn sie ihn vom Wasser wegholen. Wie Sie sehen, ist Baby Mario nun kugelrund und gut gefüllt. Würden Sie nun bitte Y drücken? Baby Luigi bearbeitet seinen Bruder mit dem Hammer und bringt ihn so zum Spucken. Das ist ekelhaft. Vergessen Sie nicht, die Zahl auf dem Hammer-Symbol zeigt die Spuckmunition, wenn Sie mir folgen können. Obwohl dieser Rat ansonsten eher unpassend wäre, so empfehle ich, alles auszuspucken, was Sie sehen. Anzuspucken. Ja, vielleicht können wir das ja mit dem Feuer machen. Wunderbar. Ja, trotzdem gehen die Erwachsenen mal mit. Ja, spuck erstmal wieder alles aus. Leck doch nicht so. Ich lade hier nebenbei noch was hoch. Ja, das dürfte ja eigentlich nicht den Leck verursachen. Leck, 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 leck. Leck muss weg. Gugu. Neue Gegnerart. Au. Au. Ich weiß nicht mehr, wie ich die erkenne, was die machen. Aber jetzt mal die. Die Hälfte trifft nicht, weil sie immer versuchen, den oberen zu treffen, oder was? So, das war ein Volltreffer. Okay. Muss ich das verstehen? Vielleicht wäre es intelligenter, erstmal auf den hinzugehen. Ja, der ist nämlich jetzt weg. 1, 2, 3... Wenn er dreimal macht, geht er, wenn er von hinten kommt sozusagen, geht er dann auf Mario oder was? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn noch? Münzen. Ein Apfelsticks. So, gleich der nächste Gegner. Na, komm her. Ich komm nicht an ihn ran. Ey. Geht doch. So, hier können wir natürlich wieder den Doppelsprung hier anwenden. Ja, gut, die dauern auch nicht so lange. Ja, der geht tatsächlich dann immer auf Mario, oder? Ich glaube, den Gegner habe ich schon durchschaut. Das ist gut. Alter, wieso leckt das denn so? Gibt's auch nicht. Ja, so schlimm ist es auch nicht mit dem Leck, aber ab und zu tritt er dann doch auf. So, das ging, war ein schneller Kampf. So,
So, einmal hier hoch. Und hier kommen wir zu diesen Blöcken. Was die bedeuten? Okay, noch kann ich da nicht durch. Beziehungsweise noch kann ich nicht auf die drauf. Das wird sich aber bestimmt bald ändern. Bäm. So, ich probiere gleich mal ein neues Item aus. Ah ja, täusch an. Täusch ruhig an. Ich probiere jetzt mal die paar Doubts-Eier aus. Oh, jetzt habe ich gar nicht angeguckt, die Erklärung. Okay, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Probiere ich gleich nochmal. Davon haben wir ja schon einiges. Drücke den Knopf und lasse ihn los, um feine Eier zu kicken. Okay. Oh Gott. Das ist nichts für mich. Wenn er zuerst nach hinten fliegt, dann fliegt er, geht er immer auf Nunchi, oder? Ich glaube. Na toll. Man kann da, glaube ich, manchmal Items rauskriegen aus diesen Eiern. Wenn man damit einen Gegner besiegt, dann zerbrechen die ja. Ja, keine Ahnung, ob das wieder eine Zufallschance ist, ich weiß es nicht. Leck nicht. So, hier gibt es gleich die nächsten Flammen. Oh, leck. Es öffnet sich auch noch Antivirenbewerbung. Moment. So. So, hier gibt es mehrere Gegner wieder. Und die können wir uns auch gleich. Aber erst gucken wir, was die Herzose uns bringt. Na, was ist denn jetzt los? Verzeihen Sie bitte die Störung, ich muss Sie nun über die Bohnen informieren. Bitte drücken Sie A. Drücken Sie bitte nach rechts auf dem Steuerkreuz. Oder drücken Sie R, wenn Sie mir folgen können. Hier sehen Sie, wie viele Bohnen die beiden Kleinen bereits auf dem Erdreich zutage gefördert haben. Das ist alles, worauf ich hinweisen wollte. Zurück zum Abenteuer, das ist überhaupt, wozu sind die da? Traumhaft. Ja, das wollte ich gar nicht. Wow, 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 da springt mich schon eins an. Was habe ich gerade einen Orden oder eine Hose eingesammelt? Eine Herzhose oder nicht? Ja, schon. Ja, das bringt ja einiges. Das legen wir natürlich sofort an. Könnte man sagen, für Mario. Ja, gut. Spring mich nicht an. So, einmal drauf gesprungen. So lässt sich der Kampf gleich schön eröffnen. Okay. Der geht jetzt auf Mario. Ja, okay, dann habe ich den jetzt durchschaut. Gleich mal Mama angreifen. Der ist weg. Und der andere... Nein! Na toll, den treffe ich natürlich nicht. Mit dem Hammer. Geh auf Mario. Nein, nicht antäuschen, das ist unfair. Das war falsch, sondern mit dem Sprung greife ich natürlich an. So, und ich sollte den beiden auch immer irgendwie Pilze geben. So langsam. Aber erstmal machen wir noch den anderen Kampf. So, und da ist auch eine Wasserquelle, die können wir natürlich nicht gebrauchen. Weil wir da unten ja Wasser löschen müssen. Immer wenn er mit dem Sprung nach unten kommt, dann ja, dann täuscht er halt an. Das sollte ich mir vielleicht auch mal merken. Nein, falsch. Hammer. So, du bist weg. Ja, dann täuscht er nicht an. Immer wenn er einen Sprung macht, kurz bevor er nach unten geht, dann täuscht er an. Ja, noch sind die Gegnertypen eigentlich recht einfach. Aber ich finde, die Kämpfe machen irgendwie viel mehr Spaß, auch zu zweit. So, ich würde einen sagen, eigentlich reicht ein Tropfen, ne? Wir müssen natürlich hier nicht unnötig viel sammeln und ich denke mal, ich soll jetzt hier reinspringen.
Hervorragend. Wieso das nicht funktioniert? Ich hole mir gleich doch nochmal ein paar mehr Tropfen. 7. Ja, jetzt geht's doch. Und dann ist das alle und dann können wir das wahrscheinlich aktivieren. So, Dankeschön. Und jetzt sollte eigentlich auch der Block da für uns begehbar werden. Das wollen wir natürlich gleich prüfen. Obwohl, nee, wir prüfen das nicht gleich. Nee, Moment, jetzt sind wir hier. Ich weiß gar nicht, wie ich da unten rechts hinkommen soll gerade. Egal, das gucken wir später nochmal an. Dann gehen wir doch erstmal hier hoch. Hier ist noch eine Flamme. Zwei Pilze. Münzen. Nein! Ich hab's verkackt. Yoshi's Island Strandsprung Trainingsgelände. Hier können Männer mit Bärten Wirbelsprünge trainieren. Beginnen Sie ganz rechts, bla 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 bla. Nee. Gut, die kommen da nicht dran. Aber wo ist denn hier eine Quelle? Yoshi's Island Strandtündungsforschungsgelände. Graben Sie sich unter dem Tor hindurch und erforschen Sie die Höhen. Okay, dann brauchen wir die Babys hier. So, grabt euch mal ein. Und einmal hier runter. Natürlich erwarten uns hier Gegner. Wie hätte es auch anders sein können? Trotzdem wollen wir die natürlich machen. Und nochmal die paar Dauts-Eier ausprobieren. Ja, sehr schön. So soll es gehen. So, es ist, glaube ich, reiner Zufall, wenn ich treffe damit. Sehr schön. Nein, schade. Trotzdem machen wir es nochmal. Auch wenn es nur ein Schuss ist. Vielleicht kriegen wir ein Item raus. Nein. Wollte ich euch das mal zeigen, dass es geht. Und dann kriegen wir natürlich nichts. Aber was willst du tun, ne?